Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Tenants. Wir sind immer noch auf der Suche nach Schotter, dass wir uns hier endlich mal eine Immobilie kaufen können. Ich würde sagen, wir verschaffen uns mal einen Überblick, was wir hier uns aktuell erwerben könnten und wie teuer das ist. 651.000 Schleifen, okay. Hm, 592.000. 230, das ist doch schon deutlich erschwinglicher. Allerdings glaube ich nicht, dass wir dafür so eine hohe Miete kassieren können. Andererseits laufend Geld reinkriegen ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Oh, da hat jemand Ratten. Da schicken wir Onkelchen, weil in der kleinen Butze kriegen wir das sehr schnell selber in den Griff. Können wir eigentlich auch auf der gleichen Stelle? Ja, das geht. Sehr schön. Und rein mit dir. So, wieder 1600 Schleifen erspart. Ja, wunderbar. So, wie ist denn deine Meinung über mich? Die ist sehr schön. Du bist sehr zufrieden. Das ist wunderbar. So, 8150. Das klingt doch nach einer netten Menge Geld. So, wir müssen wieder nicht renovieren und haben wieder diesen, ich nenne es mal dieses Verkaufsgebäude. Deko ist wichtig, erster Eindruck nicht so. Okay, beim ersten Eindruck, das finde ich gut, dass der nicht wichtig ist, weil irgendwie habe ich noch nicht so ganz gebacken bekommen, wie man den wirklich beeinflusst. So, dann Toiletten. Da schicken wir einen Profi. Mit diesem sehr schicken Klopapierständer, der mich eher an ein Kunstwerk erinnert als an einen Klopapierständer. So, beide Badezimmer fertig. DVD-Spieler sollen natürlich nicht fehlen und gehören natürlich zum Couchtisch. Da, wo auch die Fernseher jetzt beide hinkommen, dann nehmen wir wieder die günstigen. Und natürlich würde die Abzugshauben, die diesmal aber nicht ganz so vom Stil her passen. Aber egal, ich finde die trotzdem schick. So, die Küchengerätschaften dürfen natürlich nicht fehlen. So wie der Kleiderschrank. Wieder die Vorlautmikrowelle. Toll, das kriege ich gerade eben, wo ich die Vorlautmikrowelle erwähnt habe, kriege ich gerade wieder Bock auf Fallout 4. Könnte ich eigentlich auch mal wieder zocken. Mein Gott, wenn ich noch zurückdenke, Fallout 4, das war mein erstes Let's Play und wenn ich, das finde ich so faszinierend, wenn ich mir das heute anhöre, was ich da, ja, ich sag mal, abgeliefert habe, ne, denke ich mir, Alter, echt jetzt? Aber irgendwie, da habe ich noch nicht so ganz gefunden, wo ich hin will und das hat man auch deutlich angemerkt und, ja, könnt ihr mal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, da reinschauen, wenn ihr mögt. So, Lampe und DVDs. Und dann natürlich noch ganz viel Deko. Beziehungsweise so viel wir uns leisten können. Und das war's auch schon. Reicht immerhin für 48%.
Das nehmen wir dann einfach mal so. Ich überlege gerade, was ich eher will. Will ich erst ein Mietobjekt haben oder will ich erst meine Schulden tilgen, dass wir hier diese monatliche Rate nicht mehr haben? Ich weiß es gerade nicht. Da bin ich mir ein wenig unschlüssig. Ich würde sagen, wir tilgen erst, weil, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 4000 Euro oder so, Euro sage ich, 4000 Dollar zusätzlich durch Miete reinbekommen. Sekunde, wir haben ein Level-Up und dafür gibt es Handarbeits-Items. Wie wird das ausgesprochen? Decoupage-Kiste? Keine Ahnung. Ein Zeichentisch, ein Bildhauertisch, eine Tonvase und ein Arbeitstisch. So, was ich sagen wollte, wenn wir jetzt was Neues kaufen und das von mir aus für 5000 vermieten, dann kriegen wir monatlich 5000 mehr. Aber so haben wir monatlich 17000 mehr, weil wir diese Rate einfach nicht mehr an den Haken haben. Deswegen denke ich, werde ich das alsbald versuchen abzuzahlen. So, da kannst du schon mal verlängern. Sicherungskasten geht nicht. So, verlängert. 240 weniger. Naja. So, für 5 Sterne hat es gereicht. Das finde ich super. So, da kommt die Kundenbewertung. Deswegen nehmen wir jetzt schon mal den nächsten Babysitting-Auftrag an. So, anscheinend eine WG. Jupp, Tatsache. So, wie sieht die Bewertung aus? Natürlich 5 Sterne. So muss das sein, ihr Lieben. So, wir versuchen es uns hier mal an einem schweren Raum. Es wird ein Badezimmer. Oh. Ja, ich weiß auch, warum es schwer ist, weil der Raum ist verdammt klein. Okay, wir versuchen es mal. Wände sind wichtig, Fußböden gar nicht. Okay, dann nehmen wir Billo. Wand schön edel. Duschkabine. Weil, nee, komm, nicht vors Fenster, wenn wir da... Ach nee, Quatsch, da ist ja die Tür, haha. Aber egal, wir kriegen dich doch hier rein. Nehmen wir dich, weil du so schön platzsparend bist. So, Wäschekorb. Toilette darf natürlich auch nicht fehlen. Klobürste. Toilettenpapier. Wäschestände. Kriegen wir den hier noch hin? Ohne, dass wir die Dusche blockieren? Ja, sehr schön. So, und noch last but not least einen Spiegel. Ah, Moment. Da hätte noch gerne jemand eine Kommode. Deswegen würde ich sagen, verkaufen wir mal den Spiegel. Nehmen dafür diesen hier. Und suchen nochmal nach einer Kommode. So. Sitzt, wackelt und hat Luft. Nehmen wir so. Guck, so schwer war es doch gar nicht. Das Budget hat schon mal gepasst. Ich finde, die räumlichen Beschaffenheiten, also ob ein Raum jetzt sehr klein ist, die finde ich deutlich weniger anstrengend, als irgendwie, wenn uns das Budget begrenzt ist. So, wie wird die Bewertung aussehen? Ich hoffe natürlich sehr gut. 5 Sterne wären schon fesch. Oh nein, Ratten. Das schicken wir einen Profi. Da muss sich Onkel jetzt nicht drum kümmern. So, die Kundenbewertung ist da. Mal schauen, was wir haben. Natürlich 5 Sterne, sehr schön. So, 2900 Schleifen bekommen wir hierfür. Ah, für den Garten, okay. Einen Grill haben wir schon diesmal, das ist sehr gut.
So, genau, zwei Pflanzenständer brauchten wir. Drei Büsche. Ah ne, wir brauchen fünf Bäume, so. Jetzt können wir noch zwei Gartendekos aufstellen. Nehmen wir einmal dich und einmal dich. Perfekt, nehmen wir so. Also wenn dir das nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht, Schätzelein. Sehr schön. Oh nein, ein Problem. Oh Gott. Da schicken wir doch mal einen Profi vorbei. Onkelchen könnte da sowieso nicht regeln, aber Profi regelt. Leider nicht ganz für 5 Sterne gereicht. Schade. Aber egal, so ist das nun mal, ne? So, 9300 für einen Raum, das ist doch perfekt. Das nehmen wir. Okay, das ganze Ding ist nur ein Raum. So, und diesmal gibt es auch wieder ein bisschen was aufzuräumen. Sehr schön, die Polstange ist heile geblieben. Das ist wunderbar, weil das Ding nämlich schweineteuer ist. Ich meine, das kostet 1000, beziehungsweise 999. So, dann mal raus mit dir. Und wir schauen mal, ob das hier wirklich wieder diese Pole-Nummer sein wird. Yep, genau, die ist es. So, Dekoration ist wichtig, erster Eindruck. Die bevorzugte Möblierung noch nicht mal. So, zwei Sofas. Und diverse Spiegel. So, dann noch ein Stuhl und eine Wandlampe. Haben wir keine schöneren Wandlampen? Warte mal. Doch, ich meine, wir haben noch... Ja, guck, hier. So in die Richtung, da sieht das doch schon deutlich besser aus. So, dann schauen wir mal, dass wir für Dekoration noch ein bisschen was tun. Sollen wir hier so eine Anime-Figur mal hinstellen? Die haben wir bisher noch gar nicht wirklich verwendet. So, haben wir noch irgendwo Platz für dieses Gemälde, wenn wir das hier verschieben? Ja. Mach da eine Uhr hin. Ein paar Wandpflanzen. Und nochmal ein Pokal. So, das sollte jetzt wohl genug dekoriert sein, denke ich. Da dürfen wir optimistisch sein. Ach guck, an Babysitten war ja noch fertig. Sehr schön. Dann... Oh nein, wir haben keinen Babysitter. Doch, da haben wir einen Babysitter-Auftrag. Geht doch. So, es scheint zu gefallen. Yes, 5 Sterne und 13.000 Schleifen, die wir unserem Vermögen hinzurechnen können. Oh, noch ein Auftrag und wir können unsere Schulden tilgen. Das finde ich super. So, hier 200 mehr. Nehmen wir den Auftrag. So, dann schauen wir mal, was wir hier
machen dürfen, ob wir wieder dieses bizarre Wohnkonzept haben oder wieder dieses Verkaufsgeschäft. Schauen wir mal, würde ich sagen. Aber erstmal wieder Onkelchen beim Putzen zuschauen. Komm, schön Putzi. Sehr schön, alles blitzeblank. So muss das, Onkelchen. So und nicht anders. Und ach, die Bücherei. Sehr schön. Ja, das ist. Die gefällt mir, weil die relativ einfach ist. Was heißt relativ? Die ist einfach. Wir fangen diesmal im Garten an, würde ich sagen. So, vier Bänke für ein Halleluja. Ein Stuhl. Oh nein, der Sicherungskasten. Da schicken wir einen Profi. Da lassen wir Onkelchen nicht dran. Nicht, dass dem da, wer weiß, was passiert. So, was ist überhaupt wichtig? Die Fußböden sind wichtig und die Deko ist nicht wichtig. Das ist sehr schön. So, oh, diesmal nehmen wir die weißen Schreibtische. Dicht an dicht. So, das Sofa. Und damit wäre das Wartezimmer fertig. So, auch hier darf es Teppich sein. Dann wird es natürlich der gleiche wunderschöne, pink gefleckte Teppich. So, wir nehmen diesmal nicht unser Standardregal. So, und jetzt her mit den Büchern. Sodele, eine Vase soll es da noch sein. Schon mitten im Raum, damit man die auf jeden Fall umbrennt. Ach komm, gönnen wir uns eine zweite Vase. Ja, auch noch so, ich schmeiß euch zu mit Vasen. Und gib ihm. Na, hier regelt Onkelchen mal sowas von. Das ist immer der Vorteil bei so kleinen Räumen. Da gehen die Kakerlaken immer sehr gut weg. Sagt er und exakt eine blieb übrig. Toll. Sodele. Wieder 1700 Schleifen gespart. So, dann lass mal knacken. Ich will nämlich noch passend zum Ende der Folge gleich unser Darlehen ablösen. Oh, warte mal, Verhandlungen stehen an. Wir fangen mal wieder oben an. So, machen wir es. Zack. Ne, da kümmern wir uns selbst drum, weil da nämlich wieder jemand angepisst ist. Und du möchtest einen. Oh, jetzt müssen wir Onkel losschicken, weil wir jetzt hier das Geld nicht mehr für haben. Ich hoffe mal, du kannst es reparieren. Komm, mach es. Yes, sehr gut.
Ja, ich möchte verlassen. Den Elite-Vertrag, Auftrag, den nehme ich schon mal an. Aber jetzt zahle ich erstmal der Bank das Geld zurück. Und wir sind schuldenfrei. Perfekt. So, ihr Lieben, damit haben wir doch mal, würde ich sagen, ein wunderschönes Ende gefunden für diese Folge. Und auch ein Ende unseres Darlehens. Und wir schauen uns ganz noch schnell nochmal die Bewertung an. 5 Sterne, sehr gut. Und wir sind jetzt bei einer Bilanz von 25.000 plus. Das ist doch super. Ihr Lieben, damit machen wir einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.